Okay, ist jetzt richtig entspannt, die Pause da unten. Wollte gerade sagen, ja, am besten einfach mal gerade. Also die Turrets haben die geschossen? Nein, haben sie nicht. Ja, sie haben sich nämlich ganz, ganz kurz zu dir runtergedreht und sind sofort wieder hoch. Okay, also ich könnte hier entlang. Die Frage ist, komme ich unter die Turrets, ohne dass die auf mich ballern? Ja, wenn das sowieso nicht geht, dann haben wir es eh verkackt. Ich würde mich jetzt an deiner Stelle mit der Grappling Hook an die Wand ranziehen. Hast du das geholt oder? Und hoffen, dass sie nicht schießen. Wenn sie schießen, hast du sowieso verkackt. Weil dann kannst du auch kein C4 daran platzieren. Sie werden dich zwei, dreimal treffen. Aber sobald du an der Wand bist, müsstest du eigentlich im toten Winkel sein. Wo gehe ich am besten hin? Da rechts, wo die eine. Ich würde unter das mittlerste Turret gehen. Sollen wir oben direkt drunter machen? Ich glaube nicht, dass sie im 90-Grad-Winkel nach unten schießen. Eine Turret aimt auch gerade auf mich, ne? Das rechte. Ja. Hat wieder aufgehört zu aimen. Ja. Ein reinlegen für mich? Das ist nicht so easy. Das Problem ist, wenn ich hier ein Problem bekomme, dann komme ich hier sehr schlecht weg. Ja, wegkommen ist, wie gesagt, das ist eine Suicide-Aktion. Kriege ich mit einem C4 die Mauer auf? Nee, drei. Drei? Wenn nicht, dann probiert doch einfach mal mit einem C4 das Ding wegzubomben. Ein Turret. Ja, nein, weil das funktioniert nicht. Was ist los? Ich leg den Schlafsack rein. Nicht so easy gerade. Wie gesagt, was gerade? Ja, hab ich. Drei C4 muss super sein. Da steht ein Typ. Jo, ich sehe es, da ist ein Typ bei mir. Der guckt in die Pflanzen. Das ist immer noch dieser Iron. Also der Hunter, das ist der Einzige, der die ganze Zeit in der Base ist. War ich daran Schaden, wenn ich überlaufe? Ich vermute, dass wenn ich unter das mittlere Turret laufe, dass die äußeren beiden auf mich schießen werden. Weiß ich nicht. Ich glaube, dafür stehen die zu weit auf dem Dach noch drauf. Das rechte vielleicht, das linke glaube ich nicht. Wie gesagt, das wäre fast ein 90-Grad-Winkel nach unten. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert der ganze Plan sowieso nicht. Das Problem ist aber auch, was mache ich, wenn ich die Wand aufgesprengt habe? Reingehen und Randale schieben, mit dem Raketenwerfer um dich schießen. Ja, ist mir schon klar. Aber inwiefern wird das gut gehen? Was, wenn hinter der Wand irgendwas ist? Ein Schrank oder so? Oder ein Tresor im schlimmsten Fall? Noch ein T4 dran. Ja. Oder die nächste Wand. Ich überlege halt sonst, ob ich eben zu dir komme und dir das Schild gebe, dass du vielleicht irgendwie tanken kannst. Dem Schild, weißt du, dann habe ich ein bisschen mehr Freiheit, wenn ich irgendwie wieder rauskommen müsste, vielleicht. Ich kann mich rein theoretisch auch versuchen, jetzt zu dir zu graben, dann können wir gleichzeitig da hochgehen. Sollen wir die Rexe vorne zum Terror schieben, dass wir ein bisschen Ablenkung machen? Nein, da kommen die Zeug in die Base. Genau, das ist ja das Einzige, was unser Problem ist, sind die Turrets, dass die nicht schießen. Oder dass die irgendwie halbwegs nicht. Wo bist denn du genau? Hinter dir. Hinter mir? Wo hinter mir? Grab mich gerade den Berg wieder runter. Gibst dich wieder runter? Keine Ahnung, wo du bist, ich sehe dich nicht. Der Typ kommt, glaube ich, wieder. Ist wieder ein Tor aufgegangen gerade. Lag halt irgendwie so 5 Meter neben dem. Was ich unten ist spannend. Ja, glaube ich dir. Ich würde lieber mal ein Tehezin. Besser warten. Ah, ich sehe dich. Überlegen als kacken. Sag mir, was der Typ. Ist der Typ gerade noch hinten? Nee. Ganz ruhig kommen, also müsste es kommen können. Versuch, wenn du da bist, noch eine Etage höher bist, schieß unter den Bottich hier. Dann kannst du ohne Fallschirm hochkommen. Oh, Tür ist aufgegangen. Aber warte mal gerade mit Grappling Hook. Ich hab den Fallschirm gelöst. In die Etage drüber, die du meintest. Ja, ich sehe nix. Nur einmal eine Tür, ein Geräusch gemacht. Ich kann von unten in die Base gucken. Ah, warte, hier ist einer. Ja, ich seh's. Ich glaube, der guckt, oder? Guckt der? Weiß ich nicht. Oh, Schild da nur, ne? Oh. Hat eine Flinte in der Hand gehabt, oder? Ja. Jetzt wird er in seine Base gelaufen. Die Base ist, by the way, in der Mitte aus Stein. Okay. Da lässt sich gut rumballern bestimmt, hey. Das Ding ist, wenn ich mich jetzt drunter grabbe, bugge ich in dir fest. Weil du genau drunter liegst. Er guckt. Er guckt? Wo ja, ist er? Er ist links von dir. Oh, meinst du, er hat mich gesehen? Weiß ich nicht. Der steht direkt vor mir gerade, ne? Ich hab mich unten an die Klippe gelegt, ich lieg aber gerade. Der ist direkt vor mir. Frag mich halt, ob er die K-Ansicht gerade benutzt. Weiß ich nicht, ich sehe ihn nicht mehr. Hab ihn gekillt, komm hoch.
Musst ja, jetzt machen. Können wir auch oben, oder? Ja, müsst ihr quasi. Noch nicht. Versuch schon mal hinter jetzt da dran zu rennen. Wir müssen zumindest zwischen uns und dem Stargate stehen. Also, hier, wir müssen auf das Tor erstmal. Na, ich bin tot. Ja. Bis wohin bist du gekommen? Das ist jetzt die Wand und ich habe auch ein C4 geplaced, aber dann bin ich gestorben. Dann kannst du es hochjagen, Gato. Ja, haha. Das ist nur eins. Ich kann das C4 nicht sehen. Das klebt direkt an meiner Leiche. Wie gesagt, ich kann es nicht sehen. Also es haben alle drei Turrets auf mich geschossen von oben runter. So, an der Wand ist auch... Du hast es nicht bis zur Wand geschafft? Doch, doch, ich stand an der Wand. Und haben die an der Wand immer noch weitergeballert? Ja, ja. Na fuck. Versuche, ich überlege, ob ich es auch noch versuche. Und wenn er beide dippt, dann kann man ja sowieso nichts mehr. Leicht rechts die Wand könnte man auch noch versuchen, das könnte vielleicht auch gehen. Wenn ich jetzt, rippe, dann ist sowieso vorbei. Jo. Das Problem ist, du bist jetzt losgesprintet in der Sekunde, wo ich da bin. Na toll, ich dachte, du kommst dann noch nicht hoch. Nee, ich war unter dir dann. Scheiße. Ich bin dran! Okay. Pass auf, Leute, ne? Da sind Turrets vorne. In der Wand? Schießen die nicht auf dich? Nein, ich hab mich an eine andere Seite gesprengt. Alter, guck doch nicht. Ich geht auf. Ich kann noch nichts platzieren, solange hier noch Schutt rumliegt. Ich suche den Generator, ich hab den Generator. Der Rex bewegt sich. Von der Wand sprengen. Der Rex bewegt sich, ja. Turrets aus? Turret müssten aus sein. Ja, sind aus. Auf. Ja, geh weg. Alles klar, nice. Rein. Nice, geht da lang. Go. War die Rex auf aggressiv gepfiffen? Gut möglich. Alle Viecher sind auf Aggro, die versuchen mich in der Base zu holen. Ich kann nicht raus. Aufbeißen. Steinfall. Ich mach euch die Base auf. Da ist jetzt einer drauf, der ist nach. Ah, fuck. Wo ist der? Die bluten schon ziemlich. Also bei mir geht's von den Leben noch voll klar. Bei euch? Und ihr geht noch Leben. Bei mir geht Leben auch noch voll klar, aber die bluten schon ziemlich. Ja, nicht das Leben, ich bin nur geslowt. Ja, ich stehe bei dir festgepackt. Ich geh die Dinger töten. Ich helfe dir. Ja, mach mal bitte. Ich geh die Pflanzen töten. Wenn ich jetzt hinkomme, Garte, dann kann ich mich töten, oder? Ja, kannst du. Ich weiß aber nicht, du bist, glaube ich, weggefetzt irgendwie. Deine Leiche ist durch mich durchgeballert. Pflanzen sind down. Geht aus. Ich hab zwei T-Rex an mir. Kommst du raus, du nah? Ja, gerade so. Geh weg. Deine graue hier ist nicht down. Muss noch kurz warten, bis der nächste Pflanze. Bei mir ist jetzt einer drauf. Die bluten alle schon ziemlich. Einer ist down. Sauber. Bei mir sitzt einer drauf. Versucht einer zu fliehen? Nice, Gato. Bräuchte Hilfe bei dem, der drückt mir über dein. Leute, da sitzt einer drauf. Da bräuchte ich Hilfe. Wo? Der hat eine Half-Life. Hey, der beißt auf den Terezin rum. Jo, scheiße. Oh. Ja. Hättest du rausgehen müssen, du Nein. Was ist los? Das Terezino ist tot. Ich bin unter Half-Life, ne? Aber der blutet schon ziemlich, den müssen wir... Donald, geh mal, ich schieß auf die Turrets jetzt. Down. Hab wieder einen rausgeholt. Da, und da ist jetzt ein Nackter drauf, ne? Auf dem hier. Der drückt aber übel, Happy. Der hinter dir. Ja, ich weiß, ich muss Turrets fast feeden. Mach mal einen raus. Ich weiß gerade, ob ihn nachschleicht. Erwischt mich nicht. Ich hab alle Turrets erwischt. Warte mal, ich kann den runterschießen. Achtung, ich schieß. Ihr müsst das alleine machen, ne? Der ist down, sehr geil. F mir jetzt raus. Aber ich bin auch übelst down. Mach den mal mit down vorne. Ich muss schnell forcefeeden, ich bin einiges unter Half-Life. Bumble, schieß bitte jetzt nicht rein. Ja, mach ich nicht. Tu's nicht. Geh hinter zu meinem selber. Irgendjemand schießt hier. Das war ich. Ach da, okay. Ich wollte nur nicht, dass der Typ jetzt plötzlich aufsteht und ich muss forcefeeden. Cool. Du nahe, kommst du aufs Dach drauf? Hier ist die ganze Muni. Leute. Ja, klar, mach ich. Aber... Ja, komm raus. Ich brauche eure Hilfe. Ja, ich komm raus, ich hab jetzt gerade Half-Life geforcefeedet, aber ich hab den Rex 1-2 rangepackt. Kannst du gegen forcefeeden oder so? Ja. Alter, wie schnell Happy einfach da war, what the fuck? Alter, das ist. Ich hab schon 1000 Schuss jetzt hier oben gelootet. Oh lol, da ist ja noch einer. Da waren überall 100 Schuss drin. Gleich alle Rexe down. Ja. Bin gleich auch wieder da. Bin jetzt gerade unten an den Klippen. Wie gesagt, ich guck gleich mal, okay, wo deine Leiche hin ist. Boah, ich ja, ist hast du noch C4? Rex ist auch gleich selber. Nee, ich hab kein C4 mehr, ich hab noch eine Rakete. Selbstmord, komm, mach mal bitte die Turrets hier kaputt. Ich hab mein C4 unten an den Rex. Alle Rex down.
Ich hab nur noch zwei Raketen. Warte, geht da weg, da liegt. Ich hab noch 13. Ich hab auch noch Raketen. Der ist ein heranwachsender Rex in der Base, gell? Warte, geh mal weg da. Der ist heranwachsend? Ja. Nicht aus. Geht mal nicht zu dem Rex hin. Weil. Ich wollte da jetzt draufbeißen einfach. So, ein Turret steht jetzt noch. Ja, Leute, Alter, ich stehe auf dem Dach! War ich nicht, das war du noch. Das war ich nicht! Das erreicht dich nicht! Ja, es hat mich auch nicht erreicht, aber ich hab mich übel erschrocken, Alter. Auf einmal knallt's unter mir. Oh, jetzt können wir rein. So. Es müsste alles fertig sein. Ich hab keine Sprengung mehr. Nehmt mal alles aus der Chemistry Bench mit. Was hat der hier für Zeug? Alter, hey. Weil du hast vorhin mit dem Rocket Launcher so hart getroffen, meine Rüstung. Hinten ist noch eine Turret, Gato. Ja, ich hab keine Sprengung mehr. Ich kann den nicht mehr looten. So, ich guck gerade, ob ich Kay irgendwo sehe, aber ich glaube es fast nicht. Oh, der Dart für mich, geil. Hier ist wichtiges Zeug drin. Happy, guck mal hier rein. Wo bist du? Ist der Fabricator gewesen. Das Ding ist, Kay, du bist mir entgegengefetzt. Deine Leiche backte in mir rum. Total Polymette, okay. Ja, ich hab auch noch einen Generator rausgenommen. Ich glaube, du bist die Klippe runtergeglitscht. Aber wir haben jetzt so viel bekommen, das können wir neu looten. Ja, das andere Ding ist aber schneller von Happy. Ja, aber der Rex kann noch mehr tragen als der Saber. Ich drop mal das ganze Zeug hier raus, ne? Ja, dann sonst geht das Rex schon mal zurück und holt das Paracel hier. Das ist Stargate kaputt gegangen. Dünger brauchen wir nicht. Ich nehme mal das C4 hier von Kay mit. Hast du meine Leiche gefunden? Also ich habe das C4 an der Wand gefunden. Okay, warte, ich bin jetzt gerade von... Das war hier, das habe ich abgerissen. Ja, Kay ist hier irgendwo verreckt. Da, ich sehe dein Loot, ich hab dein Loot. Lol. Oh, ich bin hier. Bin direkt neben dir. Ja, hier, das hier. Oh, der Bäcker. Okay. Gasoline. Lol, du hast wunderbar. Pink, du hast rosa. Nein, werf doch nicht die Pflanzen Dingens weg. Ja, ich will nicht wegwerfen. Pflanzen, diese Dinger, die man noch behalten kann. Da haben wir noch ein bisschen Öl, meinst oder? Du meinst das Dünger? Oh, nein, die Raffflowers. Hier Metall? So, wie sieht's denn aus hier? 1000 ungefähr. 1000 Metall. 600. Warte, ich bin voll beladen. Ich hab die ganze Turret-Money. Ich mach mal einen Abgang, ne? Das Problem, ich muss auch zurücklaufen. Also ich würde das Zeug in euch einladen und mich umbringen. Wo ist mein... Ja, und hier ist ja auch noch voll viel Metall, ne? Auf eine Rex drauf. Ja, das war ich. Ich hänge mich einfach an den Rex dran wahrscheinlich. Ja, oder so. Ah, hier ist auch noch das ganze Metall. Metall drin, brauchen, ne? Wir noch hier. Ja. Ich habe eine gelbe Lanze gelootet. Was? Laut jetzt in der Dex, geht noch was oder nicht mehr? Ja, ich muss... Okay, hast du noch was zum Sprengen? Ja. Walde, komm mal her. Machst du mal bitte hier die Pflanzenbeete noch auf. Meinst du mal ein bisschen Fleisch? Könnt ihr doch mit dem Rex... aufmachen. Oben steht noch ein Turret. Warte, komm mal rein. Wo? Oben ist, glaube ich, noch ein Turret übrig. Dafür hatte ich keine Muni mehr. Sonst schau mal, hier auf der links ist eine Leiter, okay? Noch ein bisschen dass du das Turret oben noch aufmachst. Ja, kann ich machen. In den Fucker passt nichts mehr rein in den Rack. Wow. Ja, geil, Alter, hat doch geklappt. Ja, dann bringt noch mal. Ich nehme mal die befruchteten Eier mit. Ja. Lol. Was der Lache, Walle. Ein Mikoraptor-Ei und ein Terrorbot-Ei. Ja, nimm mit. So. Könnte vielleicht jemand noch mit Rex dann kommen hier? Was? Hier, der. Ich kann nicht mal laufen. Alter, hab ich mich gerade geschraubt. Ja, in den hier passt noch was rein. Ja, den, wo ich dabei hatte. Ja. 91 Schuss waren noch drin. Oh, der ist noch ganz schön blutig, muss man. Wie gesagt, die hatten alle 100 Schuss. Ich hab jetzt. Ich hab 1300 Schuss jetzt gelootet. Bisschen näher noch, ein bisschen weiter. Ja, ja. Siehst mich ja, wo ich stehe. Du bist total überladen, Gato. Ich bin schon auf dem Heimweg gerade. Ich hab mir meinen Saber erstmal wieder geholt. Den hatte ich irgendwie versteckt. Kann ich jetzt geben? Warte, nein, doch. Was denn? Ich hab nur ein bisschen Schuss, also ich hab ungefähr... Kannst du bei mir noch was reinballern? Ist das ganze Metall schon aufgeteilt? Ja, ich hab mit Metall meinen Inventar. Jojo, gib. Bleib stehen. Dann gebe ich dir mein Zeug und bring dich um. Ja, mehr passt nicht. Das ist viel. Oh, nicht so viel. Das ist so viel, okay, dann nehme ich noch ein bisschen was raus hier. Hey, Donald, sonst schnapp den Fallschirm und geh durch Stargate. Ich hab grad keinen Fallschirm bei. Dann lass den Fallschirm geben, flieg runter zum Stargate und geh durch Stargate nach Hause. Geil, jetzt, ich bin dran. Apropos Stargate, ich lauf grad nach Hause, obwohl ich durch Stargate hätte gehen können. Die 100 Metall scheiße ich jetzt mal. Rizino ist down, oder? Ja. Weil ich hab's zur Seite gestellt und der Rex... Nächste Mal bitte mit Rexen, die können wir zur Not force feeden, dann kannst du immer wieder weglaufen.